Gib mir ein Zeichen. Ich bremse das jetzt nicht. Das ist bei mir, das ist der Endspurt. 26. Deutlich mehr. Ich denke schon. Ja. Ja, die sind gut hier. So, sind wir jetzt. Können wir anfangen? So, offenkundig braucht auch der friedfertige Streit einige Vorbereitung. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Diskussion über den Beginn des Ersten Weltkrieges bzw. über den Ersten Weltkrieg. Mein Name ist Johannes Paulmann, ich bin der Direktor des Leibniz-Instituts für Europäische Geschichte und freue mich, die heutige Diskussion moderieren zu dürfen. Großes Interesse an 1914, Sie demonstrieren es, es zeigt sich hier im Saal, es zeigt sich an zahlreichen Büchern, an reger Anteilnahme in Presse und Veranstaltungen sowie an Debatten zwischen Wissenschaftlern. Das Gedenken an den Ersten Weltkrieg wäre mir in Großbritannien nicht überraschend gewesen. Hier in Deutschland hat es mich überrascht, denn hier ist doch der Erste Weltkrieg über lange Jahre hinweg von dem Zweiten Weltkrieg in der Erinnerung, im Gedenken und im Aufarbeiten überdeckt gewesen. Woher rührt diese Aufmerksamkeit für die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts im 21. Jahrhundert? Das wird eine unserer Fragen sein, der wir uns aber erst gegen Ende stellen. Wir wollen uns nämlich auch mit dem historischen Geschehen selbst beschäftigen und nach den Ursachen für den Kriegsausbruch fragen. Schließlich scheint es mir auch lohnenswert, die Folgen zu diskutieren. Die Diskussion, so wie ich sie wahrgenommen habe, scheint doch den Weltkrieg irgendwie aus der Zeit herauszulösen und sehr selektiv mit der unmittelbaren Zeit danach umzugehen. Ich freue mich, zwei Historiker begrüßen zu können, die sich wissenschaftlich intensiv mit dem Thema Erster Weltkrieg beschäftigt haben und die in der öffentlichen Diskussion in Deutschland sehr präsent sind. Ich darf Sie kurz vorstellen. Gerd Grumeich ist emeritierter Professor für Neuere Geschichte. Er wirkte an den Universitäten von Freiburg und zuletzt Düsseldorf. In seinem wissenschaftlichen Oeuvre spielt der Erste Weltkrieg eine wichtige Rolle. Aber er beschränkt sich keineswegs darauf. Ein gewichtiges Buch, das ich selbst mit großem Gewinn gelesen habe, beschäftigt sich mit Jeanne d'Arc in der Geschichte, betrachtet Historiografie, Kultur und Politik um diese Figur. Schon daran ist erkennbar, dass Gerd Grumeich ein großes Interesse und eine Neigung zur französischen Geschichte besitzt. Das zeigt sich auch in seinen wissenschaftlichen Arbeiten, die in Verbindung mit dem Ersten Weltkrieg stehen. In seinem ersten Buch untersuchte er Aufrüstung und Innenpolitik in Frankreich vor dem Ersten Weltkrieg an der Debatte über die Einführung der dreijährigen Dienstpflicht 1913-14. Sein jüngstes Buch konzentriert sich auf den Beginn des Krieges. Das heißt einfach Juli 1914, eine Bilanz. Im Anhang enthält es 50 Schlüsseldokumente zum Kriegsausbruch.
Zwischen diesen beiden Werken hat sich Gerd Krumeich besonders mit der Mentalitätsgeschichte des Weltkrieges befasst. Er ist auch im öffentlichen Gedenken an den Weltkrieg aktiv. Er ist am Aufbau des Historial de la Grande Guerre in der französischen Stadt Péronne beteiligt, wo der Erste Weltkrieg sowohl aus militärhistorischer als auch aus kulturgeschichtlicher Perspektive betrachtet wird. Inzwischen ist er Vizepräsident des Comité Directeur du Centre de Recherche de l'Historial de la Grande Guerre. In Deutschland gehört er zu den Gründern des Arbeitskreises Militärgeschichte, dessen Ehrenvorsitzender er heute ist. Herzlich willkommen, Herr Krumeich. Chris Clark ist Regius Professor of History an der Universität Cambridge, wo er bereits seit mehr als 2 Jahrzehnten wirkt. Er studierte in Sydney an der FU Berlin und am Pembroke College in Cambridge. Sein wissenschaftliches Werk ist inhaltlich breit gefächert. Es reicht zeitlich von der frühen Neuzeit bis ins frühe 20. Jahrhundert, mit einem Fokus auf deutscher und insbesondere preußischer Geschichte. Sein erstes Werk befasst sich mit dem Verhältnis des preußischen Protestantismus zu Juden. Hierin untersucht er die Judenmission in Preußen vom 18. Jahrhundert bis 1941. Seine folgenden Werke widmen sich der preußischen Geschichte. In seiner Gesamtdarstellung der Entwicklung von 1600 bis 1947 behandelt er den Aufstieg des Iron Kingdom, so der englische Titel des Werkes, der aber eben nicht in Deutschland seinen Höhepunkt fand, wie die gängige zeitgenössische Selbstverständnis des 19. Jahrhunderts glaubte, sondern dessen Absturz mit Deutschland begann. An dem letzten preußischen König und deutschen Kaiser Wilhelm II. Exemplifiziert Chris Clark diese These in einer selbstständigen Studie. Zuletzt veröffentlichte er das Buch, welches in Deutschland das Gedenken an den Ersten Weltkrieg, für viele überraschend, in eine bestimmte Richtung lenkte und die öffentliche Aufmerksamkeit für das Gedenkjahr maßgeblich steigerte. Die Schlafwandler haben viele aufgeweckt. Bekannt und geschätzt ist Chris Clark in Deutschland aber bereits zuvor gewesen, denn er erhielt schon 2010 den renommierten Preis des Historischen Kollegs in München für sein Buch über Preußen. Herzlich willkommen, Chris. Ich möchte die Diskussion ein wenig strukturieren. Wir sind aber auch frei, uns in diesem Rahmen dahin zu bewegen, wo es für uns und das Publikum hoffentlich spannend scheint. Ich möchte gern folgende Felder so grob nacheinander abdecken. Zunächst über die Kriegsursachen sprechen, dann über die Kriegsdebatte in der Geschichtswissenschaft, als nächstes über die Kriegsdebatte in unserer Gegenwart und wenn wir noch Zeit haben, uns mit den Kriegsfolgen zu beschäftigen. Zu den Kriegsursachen. Wenn wir damit beginnen, könnte man ja unterscheiden zwischen Systembedingungen und zwischen Akteuren, Staaten, Regierungen, Einzelpersonen. Wo sehen Sie, Herr Krumeich, die Ursachen des Krieges unter diesem Blick Systembedingungen und Akteure? Also zunächst möchte ich mich mal entschuldigen dafür, dass ich der Hälfte des Raumes den Rücken drehe. Da bin ich nicht schuld dran. Das ist unser Gebieter, das Fernsehen. Also ich gucke immer mal wieder so. Nehmen Sie es mir nicht übel. Ja? Herr Krumeich, die tun Ihnen nichts. Die tun mir nichts. Fällt keiner in den Rücken. Ich würde ganz traditionell erstmal zwischen ferneren und näheren Ursachen, zwischen notwendigen, strukturierenden Dingen und dem unterscheiden, was dann vielleicht nicht Zufall ist, aber in den Bereich dessen gehört, was auch hätte anders sein können. Und der Erste Weltkrieg hat für mich ganz deutlich ferne Ursachen, strukturelle Ursachen und dann ein Entscheidungskataklysmus, der ganz anders hätte laufen können, hätte man zum Beispiel sich die Zukunft korrekter vorgestellt. Also das kann man schon unterscheiden. Die Frage ist, welche Phasen man nimmt. Und ich würde unterscheiden zwischen einem Anwachsen der Spannungen, grob ab 1900, den Clash der Imperialismen mit den dazugehörigen Überzeugungen, wobei für mich das Wichtigste ist die langfristig wachsende darwinistische Überzeugung, dass die Welt regiert wird vom Struggle, vom Survival of the Fittest und von diesen Dingen, Darwin.
Darwin als Ersatzreligion aller gebildeten Europas um 1900. Das kann man auch so feststellen. Und dann ganz einfach eine Vorkriegszeit. Eine Zeit, in der es auch nicht zum Krieg kommen muss, das muss es nie, aber wo alle Menschen sich selber in einer Vorkriegszeit fühlen. Und das ist, das beginnt mit dem deutsch-britischen Flottenwettrüsten um ungefähr 1905, mit der Beschleunigung der Kolonialkonflikte, die erste Marokko-Krise 1905, aber die wirkliche Vorkriegszeit, wo alle Welt vom kommenden Krieg redet, wo sie sich konkret auf den Krieg vorbereiten, wo alle Mächte anfangen zu rüsten, ist die Agadir-Krise von 1911, wo die Deutschen die Franzosen erpressen und wo die Franzosen sagen, plus jamais ça, nie wieder so. Ab jetzt wird eine Politik der Stärke betrieben. Und dann kommt es eben zu dem 1912, 13, das Jahr der absoluten Rüstungshysterie. Und 14 ist erstmal wieder ruhiger, hat später einer gesagt, Stefan Zweig hat das gesagt. Wir hatten so viel vom Krieg geredet, der kommt, dass keiner mehr geglaubt hat, dass er im August 14 wirklich kommt. Widerspruch? Zustimmung? Zustimmung natürlich. Also diese systematischen Vorbedingungen sind sehr wichtig und unentbehrlich für eine Klärung des Kriegsausbruchs. Dazu kommen natürlich auch, das sind die Forces Profondes sozusagen, von denen Pierre Renouvin gesprochen hat. Und das sind zum Teil, wenn Sie von dem Aufkommen des Sozialdarwinismus als Mittel sozusagen über die zwischenstaatlichen Beziehungen zu denken oder über den Imperialismus oder den aufsteigenden Nationalismus oder die Entstehung einer zunehmend chauvinistischen Öffentlichkeit, Medienöffentlichkeit und so weiter und so fort. Das sind alles zum Teil Entwicklungen, die sich über eine oder zwei Generationen entfaltet haben, also längerfristige Entwicklungen. Aber dazu kommen natürlich auch, das würde ich hinzufügen, auch sehr kurze Umorientierungen und so, die eine gewisse Schockwirkung haben auf das System. Wenn man zum Beispiel an die zwei Balkankriege denkt oder den libyschen Krieg auf italienischen Krieg auf Libyen, die darauf folgenden zwei Balkankriege, die Umorientierung der russischen Außenpolitik von Sofia nach Belgrad, das türkisch-griechische Wettrüsten um die Dardanellen, also die plötzliche Entstehung eines albanischen Nationalstaates. Also das sind alles überraschende, schnell auftauchende, das sind alles Beispiele für die hohe Gewalt der Ereignisse sozusagen. Und ich finde, also man hat sehr oft dieses sehr, sehr schöne Zitat von Fernand Braudel zitiert, nicht die Ereignisse seien der geschmeidige, lauwarme Abschaum auf den großen Wellen der Strukturgeschichte. Aber Ereignisse können manchmal hart sein und Strukturen können auch weich sein. Es ist nicht so, dass die Strukturen hart und unerbittlich sind und die Ereignisse weich und geschmeidig. Es kann auch andersrum sein. Wir müssen das Verhältnis zwischen den beiden, würde ich sagen, auch dialektisch sehen und verstehen. Also meine Dialektik besteht da ganz einfach drin, dass ich sage, von nichts kommt nichts. Das ist der Höhepunkt der Dialektik. Das hat seinen Grund. Von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts. Und wir Historiker haben natürlich auch immer dem Element des Zufalls seine Kraft zu geben, zurückzugeben, zu erzählen, dass es zu sagen, zu beweisen, dass das nicht notwendig sein musste, weil wir haben ja lange genug Geschichtslehren gehabt, die gleichzeitig politische Lehren waren, die immer von historischen Notwendigkeiten sprachen und sich selber als den Höhepunkt der Notwendigkeit sahen. Da sind wir alle satt und insofern ist also dieses postmoderne Suchen nach dem einzelnen Signifikanten schon sehr wichtig gewesen als Gegengift gegen alle Strukturalismen, die sich dem Einzelnen dann entzogen. Aber von nichts kommt nichts. Darf ich Sie vor den philosophischen Höhen ein Stückchen runterholen? Wie sieht es denn mit dem Verhältnis von Militär und Politik aus? Übrigens meinte ich mit diesen kurzfristigen Entwicklungen überhaupt nicht Zufall. Es ist nichts Zufälliges an diesen Entwicklungen. Das war natürlich nicht mal... Kennst du den deutschen Spruch, wenn nichts kommt? Augenblick, Entschuldigung, ja. Johannes, das Verhältnis von Militär und Politik, um mal ein bisschen von der philosophischen Ebene noch an die Ereignisse näher ranzukommen. Ja, also es wurde oft behauptet, dieser Krieg sei zum Teil deswegen zustande gekommen, weil in gewissen Staaten die Militärs die Entscheidungsgewalt sozusagen an sich gerissen hätten. Sie haben die Entscheidungsmacht usurpiert sozusagen.
Meines Erachtens ist das nicht so gewesen. Ich sehe da einen wachsenden Einfluss der Militärs auf die zivilen Führungen. Und ich sehe viel, viel Konvergenz im Denken zwischen den zivilen und den militärischen Denkern. Das meine ich auch übrigens in deinem Buch, Gerd, sehr klar beobachtet zu haben. Also das stellst du sehr klar dar, wie in Frankreich es zu dieser Konvergenz kommt zwischen den führenden Militärs und der politischen Führung. Und das ist in den anderen Staaten auch nicht anders. Natürlich sind die strukturellen Bedingungen für die Interaktionen zwischen Militärs und zivilen Führern unterschiedlich in den verschiedenen Staaten. In Deutschland hat man die unüberwundene preußische Militärmonarchie. Sie besteht noch. In Russland gibt es was Ähnliches. In Österreich, Ungarn auch. In Frankreich haben wir es mit einer demokratischen Republik. Das ist ein ganz anderes System. Und da werden die Interaktionen sozusagen anders geregelt. Aber trotzdem sieht man in diesen, auch übrigens in Großbritannien, einen wachsenden Einfluss der Militärs auf das zivile Denken. Also für mich ist das die wichtigste Frage, die man an die Vorkriegswelt stellen kann, nämlich die Frage, welchen Platz hat das Militär in den einzelnen europäischen Gesellschaften? Es hat einen überall mit dem Aufkommen des Nationalismus und des defensiven Nationalismus einen großen Rang. Militarismus gibt es überall. Militarismus als Sozialmilitarismus, den sozialen Rang des Militärs. Da hat Frankreich der Dreyfus-Affäre, dem deutschen Köpenick-Affäre nichts nachzuteilen. Das ist das Militär genauso stark im öffentlichen Ansehen. Aber jetzt kommt ein Aber, was für mich entscheidend ist. Wo hat das Militär das Sagen, was die Planung des Krieges angeht? Und wo hat es das nicht? Mein Beispiel, was, glaube ich, auch unschlagbar ist, ist... Das werden wir sehen. Nein, kein Sonderweg. Aber mein Beispiel, nicht Sonderweg, aber mein Beispiel ist die Agadir-Krise, wie gesagt, wo dann die Franzosen auch einen Offensivplan entwickeln. Joffre hatte einen wunderbaren Plan, Kriegsplan gegen Deutschland, mit einer Offensive durch Belgien. Und die muss er im Januar 12, muss er die dem Kabinett vorstellen. Und der Regierungspräsident, das ist Poincaré, den man später Poincaré Laguerre genannt hat, den Kriegstreiber. Der Poincaré sagt dem Joffre, das kannst du nicht machen. Wir können doch nicht durch Belgien marschieren, die sind doch neutral. Denk dir was anderes aus. Im April 12 fragt der deutsche Staatssekretär Jago, also der Außenminister der Deutsche de facto, bei den Militärs nach, hört mal, ich habe gehört, ihr macht einen Plan, ich bin da nicht ganz sicher, dass man durch Belgien geht, schlief ein Plan, wusste ja gar nicht so genau. Muss das sein? Und dann sagt man ihm, kümmere dich mal um deine Sachen, um die Politik und das Militärische, das entscheidet der Kaiser und wir. Und das macht den ganzen Unterschied aus. Das macht den zentralen Unterschied aus. Der Joffre musste einen anderen Plan machen und Schlieffen hat nie einen anderen Plan machen müssen, weil er vollständig jeder zivilen Kontrolle enthoben war. Ja. Das macht den absoluten Unterschied aus in den Plänen machen. Ob der Plan dadurch besser geworden ist, der französische, ist eine ganz andere Frage. Dadurch, dass der Joffre nicht mehr durch Belgien konnte und nur noch durchs Elsass gehen konnte mit seiner Offensivstrategie, musste die Politik dafür sorgen, dass das russische Bündnis so stark würde, dass Deutschland wirklich in die Zange genommen würde von Kriegbeginn an. Von daher gibt es auch hier eine wirkliche Dialektik. Aber wenn man nur wirklich guckt, das Verhältnis von Militär und Zivil ist in den verschiedenen Ländern unterschiedlich. In Großbritannien ist das zivile Element so stark, dass man eigentlich die Militärs auch schon wieder machen lassen kann, was sie wollen. Ich weiß nicht, ob ich das, was Großbritannien angeht, so sehen würde. Denn in Großbritannien übt zum Beispiel Wilson einen sehr direkten Einfluss auf die politische Führung aus, indem er eine Bedrohungstaktik wegen Irland benutzt. Er sagt ja, also mit Home Rule ist mit der britischen Armee nicht zu machen und plädiert für eine Intervention
und für die Vertagung sozusagen einer Entscheidung wegen Irland. Und da wird von den Militärs einen sehr direkten Hebel angesetzt gegenüber der politischen Führung, obwohl, natürlich hast du vollkommen recht, verfassungsmäßig gesehen ist die zivile Führung in Großbritannien viel stärker als in Deutschland und in Russland, das ist keine Frage. Dann müsste man auch die Frage stellen, ob die Kriegsplanungen und die Art der Planungen, das Constitutional Environment sozusagen, in dem das alles stattfindet, ob das den Ausbruch des Krieges erklären kann. Aber dazu würde ich auch sagen, dass das mit Frankreich, also da, du hast das absolut richtig, was du sagst, ja, mit Poincaré und Joffre und so weiter, und dass da die Zivilen die Vorfahrt haben, das ist ganz, ganz klar in Frankreich. Und das könnte in Berlin nicht so geschehen. Andererseits darf man nicht vergessen, dass das zum Teil aus bündnispolitischen Erwägungen so kommt, nicht? Also die Franzosen müssen an Großbritannien denken. Und ohne Großbritannien meinen sie, diesen Krieg überhaupt nicht gewinnen zu können, wenn der Krieg kommt. Und so muss man immer Rücksicht auf den Alliierten, auf den Verbündeten, also das heißt, es ist natürlich kein Alliierter, aber auf den Entente-Partner, sagen wir mal, nehmen. Also das hat zum Teil mit dem bündnispolitischen Kontext zu tun und nicht nur mit dem verfassungspolitischen Rahmen der Kriegsplanung. Vielleicht darf ich hier mal einschreiten und nochmal fragen, wie ist das denn auf der Ebene des internationalen Systems und der Kommunikation in diesem System? Also wir haben ja jetzt so die interne Verfassung der einzelnen Länder betrachtet. Wie ist das mit der Kommunikation in Diplomatie, im Staatensystem in Europa vor 1914? Warum brechen da meiner Ansicht nach Regeln der Entspannungsmöglichkeiten zusammen? Ja, das ist interessant, und da hat Johannes Paulmann natürlich durch sein Buch Pomp und Politik hatte seinen riesigen Beitrag zum Studium dieser transnationalen Kommunikationsstrukturen geleistet. Also ich würde sagen, die Bedingungen sind da vorstellbar schlecht in den letzten Vorkriegsjahren. Für die Exekutiven, also wenn man jetzt die Depeschen liest und so weiter, dann merkt man ganz, ganz schnell, also sehr bald, dass es diesen Exekutiven, diesen Entscheidungsstrukturen unglaublich schwer fällt, die Partnern und auch die zukünftigen Gegner zu verstehen und also die Entscheidungsprozesse zu lesen. Immer wieder wird die Frage gestellt, wer entscheidet in St. Petersburg? Wer bestimmt die Linie der Außenpolitik? Und es kommen immer wieder unterschiedliche oder widersprüchliche Antworten zurück. Aber das ist überall so. Das System ist sehr intransparent. Und die Kommunikation funktioniert nur sehr brüchig, würde ich sagen. Ich finde, in dem Zusammenhang wirklich sollten wir darüber sprechen, weil das fand ich faszinierend, den Begriff der Schlafwandler. Es hat für mich viele Menschen Kritiker haben das den Begriff kritisiert, weil sie halt sagen, sie sind doch schlafen nicht. Nein, nein, Schlafwandler sind Leute, die gehen ihren Weg, jeder geht seinen Weg, egal ob da was da ist, ob da ein Abgrund ist, er wird abstürzen, er geht seinen Weg aus dem Fenster raus. Das ist auch, glaube ich, das, was Chris hat sagen wollen, was die anderen nicht für gut verstanden haben. Ich finde dieses Bild für die Charakterisierung der Vorkriegspolitik, der internationalen Politik hervorragend. Sie gehen alle ihren Weg. Und keiner, ich kenne keinen Politiker der Vorkriegszeit, der in irgendeiner Weise mit Empathie an den Gegner denkt. Das wäre Schwäche. Schwäche kannst du dir damals überhaupt nicht leisten. Also, das, was heute in der Politik sich doch ein bisschen zumindest durchsetzt, dass man überlegt, was kann der eine geben? Was muss ich geben, damit der andere sein Gesicht bewahren kann? Diese Dinge brauchen wir jetzt nicht ausführen. Dies fehlt im Diskurs der Vorkriegszeit auf eine sehr charakteristische Weise. Ich habe es jedenfalls nirgends gelesen, sondern auf allen Seiten, die Deutschen sind da besonders stark und ein bisschen plump drin, ist eine Politik des Bluffens. Eine Politik des Wegblöffens, wie schon Bülow sagt. Bülow sagt in der ersten Marokko-Krise, wir wollen die Sphinx markieren. Ja? Jago sagt in der Juli-Krise, wir haben uns festgeblöfft. Peter dem Wächter, 1911 in der Agadir-Krise, macht ein großes Memorandum im Mai über die Formen der Bluffpolitik. Bluff, 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 wie kann man die anderen wegblöffen? Komischerweise, was mich am meisten interessiert hat und auch ein bisschen gewundert hat, ist, dass ganz Ähnliches sogar zum Teil unter Alliierten noch gilt.
die auch potenzielle Fehler, Feinde werden könnten. Und dann frage ich, so gut wie die Telefonverbindungen damals waren, warum haben sie ja nicht telefoniert? Wir wissen, dass die hätten telefonieren können. Es gibt in der Juli-Krise von 14 nicht mal Telefonate zwischen Berlin und Wien. Es gibt vor allem keine Telefonate zwischen Berlin und Paris, obwohl die technisch ohne weiteres möglich gewesen wären. Also das ist der ganze Unterschied. Die Leute, die hätten es alle, ob Poincaré, ob Bethmann und ob Sassonow, sie hätten es für Schwäche gehalten, auf den anderen einzugehen. Ich muss stark sein und der andere muss nachgeben. Also erstens möchte ich mich bei Gerd Krummer bedanken für die Verteidigung des Titels Die Schlafhunter. Beim nächsten Mal, wo ich dann feindliche Fragen bekomme, dann werde ich sagen, ja, nur weil du den Titel hast ändern wollen. Melden Sie sich bei Krummer, ich kann das viel besser erklären als ich. Ja, du wolltest doch ab der 29. Auflage jetzt den Titel ändern, weil alle den kritisieren. Das ist quantitative Geschichte. Gut, also aber das, was du über das Blöffen sagst, das Politik des Blöffens, ist sehr interessant. Margaret Macmillan hat in Cambridge neulich einen Vortrag über den Ausbruch des Ersten Weltkrieges gehalten und sie hat ja eins von diesen N-Grams gemacht, nicht, wo man die Häufigkeit von bestimmten Begriffen feststellt und hat festgestellt, dass in den letzten, also zwischen 1905 und 1914, das Wort bluffen, to bluff, also als Verb und auch als Substantiv, Poker und Pokern, alles geht wahnsinnig schnell hoch. Da ist also ein Stück des Zeitgeistes, ja, in dieser Bluffkultur. Und ich wollte auch das unterstützen, was du gesagt hast, darüber, dass man auch innerhalb der Bündnisse blufft man auch. Die Franzosen, die Briten einander gegenüber, die Franzosen und die Russen, die Briten und die Russen. Denn die Vertrauensverhältnisse, das Vertrauen zwischen den Verbündeten ist auch sehr, sehr gering. Und das ist mit ein Teil der Problematik sozusagen, die in diesen Krieg führt. Obwohl ja eigentlich, wenn ich das schnell zufügen kann, die Deutschen gesagt hatten, ab nach der Bismarckzeit, Caprivi als Nachfolger Bismarcks, sagt ja, wer macht das russische Bündnis nicht mehr, wir machen nur noch Vertrauensbündnisse. Das Spiel mit 5 Kugeln und jeder kann jedes Freund und Feind sein für Zeiten Bismarcksche Spiel, das können wir nicht mehr, sagt er, wir müssen nur noch herzliche Bündnisse machen. Man sieht, was dabei rausgekommen ist. Sie können sich offenbar auch beide vorstellen, dass man eine Emotionsgeschichte dieser Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, also eine Emotionsgeschichte der internationalen Politik schreiben kann. Ja? Absolut. Müsste man noch machen. Da haben wir schon mal ein Thema, was noch bearbeitbar ist. Ich dachte, nach diesem Jahr ist alles tot, aber da haben wir mal ein Thema. Das ist doch ganz gut. Ja. Okay. Ich darf noch mal ein bisschen das Thema wechseln, immer noch im Rahmen der Kriegsursachen. Das Verhältnis von großen und kleinen Staaten in diesem europäischen Staatensystem. Hat das wesentlich dazu beigetragen, dass der Krieg ausbrechen konnte? Also für mich, also in hier, nicht nur für mich, für Stefan Schmidt und auch für einige andere Historiker, also Katrin Böck hat auch sehr interessant über diese Thematik geschrieben. Ich finde die Rolle, also das balkanpolitische Engagement des russisch-französischen Bündnisses schon ein wichtiger Bestandteil im ganzen Ursachengeflecht des Ersten Weltkrieges. Es ist nicht allein entscheidend und allein dadurch wäre es nie zu diesem Krieg gekommen. Aber zum Teil entwickeln sich über diesen Mechanismus, über dieses Verhältnis Risiken, vor allem auf der Balkanhalbinsel. Also das Verhältnis zwischen Kleinstaaten, die man für Kundenstaaten hält. Man sucht einen Kundenstaat, man versucht ihn zu instrumentalisieren, als Druckmittel sozusagen gegenüber einer gegnerischen Großmacht. Eine solche Politik ist immer mit Gefahren verbunden. Das haben wir auch in der Gegenwart wieder kennengelernt. Diese Gefahr, wenn Großmächte sozusagen mit Machtspiele, mit kleinen Staaten spielen. Entscheidend ist auch da, dass die Großmächte ihr eigenes System destabilisieren. Ja. Für mich ist etwas die größte Destabilisierung, was ganz wenig bemerkt wird, nämlich die infolge des deutsch-französischen Konfliktes um Agadir, um die Marokko-Politik, direkt explodierende Balkansituation. Italiens Übergriff auf Libyen Ende 1911, zentraler Angriff auf das Osmanische Reich, ja. Die dadurch Freisetzung der Energien der Balkanstaaten mit dem latenten Nationalismus, der sich immer wieder
dort auch aufgestapelt hat. Jetzt können sie selber agieren. Und in kürzester Frist passiert etwas, womit keine der Großmächte gerechnet hätte, dass aus den Balkanstaaten potenzielle, wie man damals sagte, Mittelmächte werden. Genau, Akteure. Serbien ist ein klassischer Fall. Und die anderen drohen auch so zu werden. Bulgarien, Rumänien, die sind ja territorial groß. Die haben große, vermutet man damals zumindest, Bodenreichtümer, sind ausbreitbar. So hatte man sie betrachtet, als Hilfsquellen für die europäischen Mächte. Und jetzt wollen die selber was. Sie wollen schon seit den 70er Jahren selber was. Mhm. Aber jetzt können sie selber was. Ja. Weil die Großmächte so zerstritten sind, dass eben das Containment nicht mehr geht. Und dann werden plötzlich aus kleinen mittleren Mächten eine echte Gefahr wird Serbien innerhalb von anderthalb Jahren für die österreichisch-ungarische Monarchie. Eine echte Gefahr. Und ich kann nicht sehen, dass die Balkankriege, wie immer gesagt worden ist, von den Großmächten inszeniert werden, um die Pulverfabriken am Laufen zu halten. Ich sehe da eine ganz eigene und urwüchsige Dynamik, in dem die dann bedient wird. Wir können euch auch liefern. Und die Franzosen und die Deutschen liefern sich einen wunderbaren Rüstungswettstreit auf dem Balkan. Ja. Wer hat die besseren Geschütze? Wer gewinnt? Die Rumänen, die Bulgaren, je nachdem, wer ausgerüstet hat, schreit in der eigenen Presse, wir haben gewonnen. Das findet man in Deutschland wie in Frankreich. Das permanente Hochspielen, hier haben die Bulgaren gewonnen, weil wir denen die unsere Waffen gegeben haben. Ja, genau. Und ich finde es vollkommen richtig. Und denn die Kundenstaaten sind eben keine Kunden. Sie sind ja nicht nur Kunden. Sie werden Akteure. Sie werden Akteure in der internationalen Beziehung. Und es liegt ja eine Gefahr eben in dieser Illusion, dass man die Entwicklungen steuern kann und unter Kontrolle behalten kann. Das kann man nicht. Und dass diese Politik scheitert auf dem Balkan. Das ist übrigens, wenn ich das sagen darf, weil eben schon von dir die Rede war von Frankreich und Russland, was ja eins der Lieblingsspiele der deutschen Historiografie 100 Jahre lang war, zu zeigen, wie die Franzosen und die Russen das da hochgesteigert haben. Ja, die haben sie auch vertan. Sie haben geglaubt, sie können dort sich einbringen, ökonomisch einbringen, militärisch gewinnen und am Prestige gewinnen, aber sie müssen nicht dafür zahlen. Und sie haben sich so vertan. Ja, und Sie haben an die regionalen Konsequenzen gar nicht gedacht, nicht? Also es fing an, also ich wollte auf das zurückkommen, was du gesagt hast über den italienischen Krieg auf Libyen. Das ist, wie du sagst, ein brachialer Angriff auf integrale Provinzen, drei integrale Provinzen des Osmanischen Reiches. Und da sieht man den Unterschied zum mittleren 19. Jahrhundert, zu dieser Krim-Koalition, wo es immer noch einen pro-osmanischen Konsens gab, nicht? Das gibt's überhaupt nicht, sondern man ist bereit, das Osmanische Reich auf jeden Fall in Europa preiszugeben. Und das schafft neue Möglichkeiten, die auch gewisse Gefahren in sich bergen. Ich würde gerne nochmal das Thema der globalen Perspektive auf den Krieg aufgreifen. Es gibt ja auch ein Buch von Jörn Leonhard, was diese Perspektive sehr stark macht. Wenn wir die Frage mal auf den Kriegsausbruch beziehen, jetzt nicht auf den Kriegsverlauf und das, was es für Kolonien außerhalb Europas bedeutet hat oder für die Zukunft der Kolonialreiche, sondern auf den Krieg, Ausbruch 1914. Spielt da die globale Perspektive eine Rolle? Ich finde schon. Ich finde, es eine der sehr interessanten Entwicklungen an dieser Debatte, also an dieser Literatur, meine ich, zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Und das wird manchmal übersehen, wenn man meint, jetzt es mit einer Neuauflage der Fischer-Kontroverse zu tun zu haben. Es ist eine Globalisierung des Blickfeldes sozusagen. Und ich denke jetzt an zum Beispiel an das Buch von Thomas Otte über die China-Frage, also die wachsende Bedeutung von China, wie durch Entwicklungen in China Spannungen geschaffen werden zwischen den europäischen Mächten, dass also diese Realignments, die Neuausrichtungen auf dem Kontinent nicht nur kontinentale Ursprünge haben, sondern zum Teil werden Impulse von der Peripherie sozusagen abgefangen. Und das erstens, und wenn man zum Beispiel daran denkt, dass im Sommer 1914 der Privatsekretär von Edward Grey gebrieft, also vorbereitet wird auf eine Sendung nach Berlin. Er soll nach Berlin gehen. Er soll die Berliner über die Möglichkeiten eines Verständnisses zwischen London und Berlin ausfragen, weil Großbritannien mit dem Gedanken spielt,
das Abkommen mit Russland fallen zu lassen. Und warum tun sie das? Nicht wegen der Deutschen oder der Kontinental, weil sie erpresst worden sind oder wegen der deutschen Flotte, sondern wegen Nordindien und wegen Persien. Also man darf diese imperialen Peripherien, diese imperialen Spannungsbereiche nie außer Acht lassen. Die bleiben auch ein aktives Element in dem Ganzen bis 1914. Bleiben wir bei dem Beispiel, Chris. Das ist ein ganz wunderbares Beispiel zwischen England und Russland 1914 und diese ganze Weltpolitik von damals. Also ich denke auch, das ist einer der Punkte, wo wir uns in unseren Analysen ein bisschen unterscheiden. Und das wollen die Leute ja auch wissen. An dem Punkt nämlich, was du sagst über England, seine Kritik an Russland, seine Abwendung, sein Spiel, das könnte auch anders machen, ist, das hast du gezeigt in deinem Buch, der Grund für die maritimen Absprachen 1914. Ist man auf dem Weg. Was oft vergessen wird, nicht von dir, aber von vielen, ist, dass die Deutschen und die Briten 1914 auf dem von den Franzosen äußerst argwöhnisch angesehenen Weg waren, einen großen Vertrag über die portugiesischen Kolonien zu finden. Der ist sogar noch unterschrieben worden, der Vertrag, im Juli 14. Deutschland und Großbritannien haben sich geeinigt für den Fall, dass Portugal wegen chronischer Zahlungsunfähigkeit, kennen wir ja, seine Kolonien verkaufen muss. Und das, so weit war man also schon auch noch frei. Das haben die Franzosen nicht gerne gesehen, die Russen auch nicht. Aber da waren die Engländer und die Deutschen frei, das so zu machen. Sie haben das betrieben. Und trotzdem, was passiert? Jetzt machen die Briten, wie du ja wunderbar analysiert hast, die Marinegespräche mit den Russen. Nicht um die Deutschen einzukreisen, sondern um sich die Russen vom Hals zu halten, um klare Verhältnisse doch zu schaffen, um sich den Weg nach Indien da nicht von den Russen verbauen zu lassen. Aber die Deutschen fassen das als Vollendung der Einkreisung auf. Jetzt haben sie einen Spion in London. Die großartige Geschichte von Benno von Siebert, dem Baltendeutschen, der auf der russischen Botschaft in London als Spion sitzt und jeden Tag mitschreibt, was die verhandeln. Und dann sagt der Jago zu Goschen, also dem Botschafter in Berlin, hör mal, was macht ihr da? Wir hören, ihr macht da was mit den Russen. Nein, wir machen überhaupt nichts, da gibt es gar nichts. Die Deutschen haben aber auf dem Tisch, dass da was passiert. Und das ist die Frage, warum ist damals kein Politiker fähig, dem anderen zu sagen, hör mal, wir denken gerade in eine andere Richtung. Da sind wir wieder bei dem, was wir vorher gesagt haben. Es ist Bluffpolitik. Die Briten müssen die Deutschen wegblöffen, die Deutschen die Russen sogar noch die Franzosen. Also, das ist aber das Verhängnisvolle ist, dass durch diese Art von Politik alte Stereotypen, die gewachsen waren, nehmen wir also das Einkreisungssyndrom der Deutschen, ohne dass sich, was überhaupt noch nicht hinreichend bearbeitet ist, historiografisch. Es gibt noch kein Buch über die Geschichte des Einkreisungssyndroms, das so mächtig war, dass die Deutschen alle geglaubt haben, mit Ausnahme von Liebknecht und noch zwei weiteren, 1914, man sei in einem gerechten Verteidigungskrieg. Das Einkreisungssyndrom wird bedient, es ist da, es wird durch die politischen Ereignisse und Konstellationen und Aktionen dann bedient. Da spielen dann andere Faktoren mit. Das können nicht nur die Politiker für, das ist die Presse, die das aufnimmt. Und von daher ist da eine Vielfältigkeit von Entstehungsbedingungen, wo der Kladderadatsch bei rausgekommen ist. Die Deutschen sind im Juli überzeugt, dass die Einkreisung sich vollendet und dass man deshalb jetzt zuschlagen muss. Obwohl das Gegenteil richtig war. Ja, ich finde das nicht falsch. Ich finde das richtig und das wäre auch ein interessantes Projekt, dieses Syndrom zu untersuchen. Es geht sicherlich, es könnte sein, dass es zurück auf den 30-jährigen Krieg geht. Auf jeden Fall sind da längere Kontinuitätslinien. Das finde ich sehr wichtig an dieser Vorkriegswelt, dass diese Großmächte, wie Großmächte liegt vielleicht zum Teil in der Natur einer Großmacht, dass sie mehr als einen Feind hatten. Es ist nicht so, dass alle nur auf Deutschland guckten, sondern Großbritannien guckte genauso nervös auf Russland.
Und wenn man die Reihe der großen Bündnisse, der großen britischen Allianzen, 1902 das Bündnis mit Japan, 1904 das die Entente mit Frankreich und dann 1907 das Abkommen mit Russland, das kann man alles über diesen Mechanismus erklären. Das hat eigentlich recht wenig mit der Bedrohung, die durch die deutsche Flotte ausgeübt wird, zu tun. Allerdings hat diese deutsche Überreaktion, diese hysterische Überreaktion auf die Einkreisung, die eigentlich ziemlich verspätet eintritt, nicht? Die Deutschen merken erst sehr spät, wie fatal sich ihre Politik sich vertan hat. Eigentlich ist das, könnte man das auch unter dem Klammer das Security Dilemma, wie sagt man das? Sicherheitsdilemma, sagt man bei den also wie sagt man das? Sicherheitsdilemma. Bei den Spieltheoretikern oder sowas spricht man vom Sicherheitsdilemma, dass eben die Maßnahmen die zur eigenen Sicherung gemeint sind, beim Gegner vielleicht Ängste erwecken können. Das sehen wir ja heute auch. Ja, das findet man auf beiden Seiten. Jeder ist sich nur immer am Verteidigen und der andere fühlt sich angegriffen. Man könnte jetzt ein Plädoyer für bessere Spionagedienste abhalten, damit jeder weiß, was was ist. Aber ich würde gern mal ein bisschen versuchen, das Thema zu wechseln. Ich glaube, wir haben verschiedene Aspekte der Kriegsursachen behandelt, sowohl verfassungsstruktureller Bedingungen wie systembedingter Bedingungen unter sehr verschiedenen Aspekten. Lassen wir uns mal ein bisschen zur Kriegsdebatte und der Geschichtswissenschaft kommen. Wie erzählt man eine Geschichte der Außenpolitik? Ist der neue Weg und der bessere Weg, der über das Narrativ, über der handelnden Akteure, um Strukturen zu erzählen? Also fangen wir mit blutrünstigen Geschehnissen in Serbien an? Man muss nicht unbedingt mit blutrünstigen Geschehnissen anfangen und auch nicht in Serbien anfangen. Aber das Narrative hat schon gewisse Vorzüge. Natürlich hat er auch Nachteile. Also das hat jede Methode. Jede Methode grenzt etwas aus und schafft Möglichkeiten, aber auch, schafft auch Möglichkeiten ab. Die Vorteile des Narrativen haben damit zu tun, dass man über eine narrative Struktur die subjektive Narrative der Handelnden mit integrieren kann. Und das ist sehr, sehr wichtig, denn es ist nicht so, dass nur wir narrieren und nicht nur wir erzählen, sondern die Handelnden, die Akteure erzählen auch. Sie haben alle, sie können sehr gut erzählen. Das alles hochgebildete, sehr eloquente Personen, also sind alles Männer natürlich, die über ihre Motivation erzählen und sie finden oft sehr gute Gründe, warum ihr Handeln alternativlos ist, warum es keine Alternative gibt als diese Risikopolitik, die sie eben wählen in den Vorkriegskrisen. Und also das ist das Schöne an Narrativen, dass man wenn man das auf mehreren Ebenen, kann man eine komplexe Narrative herstellen oder Narrativ-Erzählstruktur herstellen, wo die verschiedenen Erzählungen zueinander in einem ironischen Verhältnis stehen. Und damit kann man auch die Offenheit der damaligen Situation wieder sichtbar machen. Denn das ist ja noch ein Vorteil des narrativen Vorgehens, dass man damit das Kumulative an Krisensituationen, die Bedeutung von zeitlichen Abfolgen und so weiter sichtbar machen kann. Aber auch wiederum die Offenheit der verschiedenen der damaligen Gegenwart, die verschiedenen Zukünfte, die sozusagen in den Hinterköpfen der Handelnden noch lebendig sind. Wir haben dabei ein großes historiografisches Problem in der Tradition der Historiografie. Also vor 50 Jahren, als ich zwar nicht in diesem Raum, aber in Göttingen Studierender war, Student sagte man damals, obwohl es Frauen gab, ja, zu dem Zeitpunkt war es eindeutig, dass im Mund unserer Professoren da redeten von der Politik der großen Männer. Und zwar so, dass wir es dann richtig leid waren. Der Bismarck hat gemacht, Imponderabilie, die gestaltende Kraft der großen Persönlichkeit. Chaps and Maps. Das war alles das, was das Entscheidende war in der Geschichte. Im Grunde war das alles Dada für mich. Ja. Dann kamen sehr viele, die auch fanden, dass das nicht möglich war, so, und die Strukturgeschichte verlangten unter verschiedenen Bezeichnungen. Hm. Jetzt haben wir dann Strukturgeschichte gemacht unter verschiedensten Bezeichnungen und da sind dann andere, ich kann nur feststellen, vom Erzählen hat sich keiner lösen können. Selbst die, die angetreten sind, das Erzählen zu zerstören, indem sie nur noch erstens These, zweitens Antithese, drittens Synthese schreiben und das auch noch in ihren Texten, haben alle erzählt. Das ist nur eine andere Form des Erzählens.
also sprachtheoretisch, nur eine andere Form des Erzählens. Aber was wir gelernt haben in dieser ganzen Diskussion, die ja auch noch nach wie vor besteht, ist, dass es Strukturen gibt und dass es Individuen gibt, die in diesen Strukturen handeln, die aber eine bestimmte Handlungsvarianz haben. Jetzt kann man die Varianz betonen oder man kann die Notwendigkeit betonen. Man kann die Zufälligkeit betonen, man kann die Notwendigkeit. Am besten wäre es, zu einer Erzählung zu kommen, die sowohl die Notwendigkeit, im weitesten Sinne die Notwendigkeit erkennt, die Struktur, die hinter ihm steht, dass die Menschen in bestimmten Denkhorizonten zum Beispiel arbeiten, dass nicht alles möglich ist, dass es so etwas gibt, wie Georg Lukács hat das gesagt, notwendiges Bewusstsein, dass es etwas gibt wie Beschränkungen, charakteristische Beschränkungen des Bewusstseins auf Klassenniveau, auf Gruppenniveau, im diplomatischen Sektor, bei der Arbeiterbewegung. Überall gibt es charakteristische Beschränkungen des Denkens und Grenzen, über die die Individuen normalerweise nicht herauskommen. In den 20er, 30er Jahren ist das groß diskutiert worden, von Lukács bis Borkenau und dann hinter Goldmann und andere. Das ist eine wichtige Strukturierung, die das Individuum nicht aussperrt, aber eben diese radikale Zufälligkeit der alten Individualerzählung versucht zu vermeiden. Das ist mein Ideal. Das schaffe ich nie, aber das ist mein Ideal. Ja, ich finde das auch ein sehr wertvolles Ideal. Und ich fand das sehr schön, wie du eben wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du gesagt, Individuen, in denen Strukturen handeln. Die in Strukturen, okay. Aber man könnte das auch andersrum sagen. Die nicht 100% determiniert sind, aber man könnte sagen, aber charakteristisch beschränkt. Ja, aber man könnte, es wäre so ein bisschen wie bei den Semiologen, so das Verhältnis zwischen Parole und Diskurs, dass es Menschen gibt oder Akteure gibt, in denen Strukturen handeln. Das heißt, durch diese Akteure werden Strukturen sozusagen zu aktive Bestandteile des Geschehens. Das hat kurz rausspringen aus dem unmittelbaren Gegenstand. Kann einer von den beiden ein Buch nennen, was Sie empfehlen zu lesen, was nicht eines unserer Bücher ist? Und was genau dieses Problem gut löst? Also, Ich habe eins. Georg Lukács, Geschichte und Klassenbewusstsein. Okay, aufschreiben. Okay. Eins haben wir. Also ich würde sagen, also ein fabelhaftes Beispiel ist von Ginsburg. Also das heißt auf Englisch The Cheese and the Worms, Il Formaggio, ich weiß nicht mehr, wie das heißt auf Italienisch und auch nicht auf Deutsch, der Käse und die Würmer, genau. Ja. Da wird ein Individuum als Fundgrube für Strukturen ausgeschöpft. Okay, Sie sehen, Weltkriegshistoriker lesen auch Bücher jenseits des Themas. Danke. Und Sie können auch dieses Thema irgendwann zurücklassen. Aber wir machen noch ein bisschen weiter in der Richtung. Mich würde noch mal interessieren, Herr Krummeich, der Fluchtpunkt in der Fischer-Debatte, in der Interpretation war 1933 oder 1939. Wo würden Sie einen Fluchtpunkt setzen, Ihrer Interpretation zum also Ausbruch des Ersten Weltkrieges? Für Fritz Fischer war eindeutig, das hat sich am Anfang spielte für ihn das nicht die große Rolle bei seinem ersten Buch. Aber als dann alle sagten, er dürfe das nicht sagen, hat er weitergedacht und immer weiter radikalisiert. Und im Krieg der Illusionen und in den späteren Büchlein, den Rowolds und so weiter, ja, also wir sind nicht hineingeschlittert. Und zwar nicht nur in den Ersten Weltkrieg, sondern auch in den Zweiten. Für Fischer und für uns alle, für die Fischerianer, auch die Antifischerianer, war dann plötzlich der Fokus wirklich 33. Wir waren ja immer unter dem Bann der großen Frage, wie konnte es zum Hitler kommen? Und diese Frage hat alles A befruchtet und später alles erstickt. Diese Epochen, der Erste Weltkrieg, die Weimarer Republik, waren nicht mehr in sich oder eigentümlich zu Gott, wie Ranke gesagt hätte. Sie waren nicht mehr eigene Epochen in sich, sondern sie waren nur noch hin auf den Hitler. Was hatten sie zu tun? Konnte man mit dem Ersten Weltkrieg und der Geschichte der Weimarer Republik das Verhängnis erklären? Denn da waren ja auch zu viele, die sagten, der wäre uns
vom Himmel gefallen oder aus der Hölle geboren oder von jedenfalls nicht aus der deutschen Geschichte erklärlich. Und der Zwang, der Aufklärungszwang zu sagen, das kommt aus der deutschen Geschichte, hat dann dazu geführt zu Ableitungen, die dann eben doch zu sehr in die Notwendigkeit hineingingen und vor allem, was mir besonders leid tut, vollständig erstickt haben die Tatsache, nur mal nebenbei gesagt, dass die Weimarer Republik ein Kind des Ersten Weltkrieges ist. Und unsere großen Weimarer Historiker sind alles keine Weltkriegshistoriker, alle nicht. Sie haben den Blick von 33 auf Weimar. Wie konnte es zum Schlamassel kommen? Aber sie haben nie den Blick, dass dieser Staat eine Frucht des Weltkrieges war. Deine Geschichte, ein Fluchtpunkt? Also ich finde das sehr interessant, was Gerd jetzt gerade gesagt hat. Vor allem, dass diese Art dieser Fragestellung zuerst befruchtet hat und dann viel später erstickt hat. Das finde ich auch richtig. Denn das erkennt auch an den großen Wert alles dessen, was im Klammer, man spricht von der Fischer-These, das ist eigentlich eine Bündelung von ein weites Spektrum von Argumenten und Thesen, die erschienen sind über mehrere Jahrzehnte. Das finde ich absolut richtig. Und dann natürlich könnte man sagen, also wenn wir von Fluchtpunkten sprechen, ein anderer Fluchtpunkt ist das Jahr 2014, also unsere Gegenwart. Und da stellen sich andere Fragen. Da muss natürlich bleibt die Frage nach wie vor wichtig, wie konnte es zum Nationalsozialismus kommen? Wie konnte es zu der verbrecherischen, der kriminellen Energie dieses Regimes und seiner Helfershelfer und Mitläufer kommen? Das ist natürlich nach wie vor eine der Kernfragen. Aber es gibt auch andere Fragen, wenn man sich für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges interessiert, nämlich wie kommen große Kriege zustande? Weiß ich ja. Und diese Frage ist für uns heute auch dringend. Und man kann sozusagen, man kann an die Geschichte der Entstehung dieses Krieges und sozusagen unter dem Ägis dieser Frage herangehen. Ich finde ja das Spannendste an der Geschichtsschreibung überhaupt die Tatsache A, dass die Geschichte von heute her geschrieben wird, wie Marc Bloch gesagt hat. Geschichte wird von heute her geschrieben. Jeder von uns schaut von heute her. Und auf der anderen Seite, wir die verdammte Pflicht und Schuldigkeit haben, die Leute aus ihrer Zeit heraus zu verstehen. Also uns nicht des Anachronismus schuldig zu machen und von den Menschen von damals nicht Dinge zu verlangen, die sie nicht leisten können im Nachhinein, wo sie sich auch nicht mehr wehren können. Das zusammenzubringen, einen zeitgenössischen heutigen Standpunkt, den wir haben, auch ganz klar zu machen, unser Erkenntnisinteresse, wie es früher hieß, und gleichzeitig nicht die Leute danach zu modellieren, sondern sich tatsächlich in sie hinein zu versenken versuchen, historistisch, wie Ranke das gesagt hat. Ich finde, die beiden Sachen gehören zusammen und das macht ein schwieriges Geschäft. Das finde ich absolut richtig, dass die Gegenwart ist ein sich ständig verwandelnder Standpunkt sozusagen. Und durch diesen Standpunktwechsel entstehen Vorteile, nicht? Also man hat dann einen Blick auf Aspekte der Vergangenheit, die vorher nicht sichtbar waren. Genauso wie, als würde man vor einem großen Gebäude, vor der Fassade eines großen Gebäudes stehen und dann seinen Standpunkt ändern. Da sieht man Aspekte der Struktur, die vorher nicht sichtbar waren. Andererseits muss man, wie du eben gesagt hast, immer auf der Hut sein, man muss immer vorsichtig sein, dass man dadurch nicht in die Versuchung gerät, in die Vergangenheit, also zeitgenössische Präokkupationen sozusagen, zeitgenössische Belange hinein zu projizieren und da sich damit in den Bann eines vulgären Präsentismus kommt, wo die Vergangenheit neu erfunden wird, neu geschaffen wird, um den Bedürfnissen der Gegenwart zu Genüge zu leisten. Darf ich nochmal zwischenfragen? Wir reden ja vom kurzen 20. Jahrhundert. Hat die Debatte jetzt um 1914 dieses kurze 20. Jahrhundert endgültig festgeschrieben? Und muss ich als Historiker des 19. Jahrhunderts tatsächlich mich dem Mittelalterkollegen anschließen? Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Warum müsste man, was wird dann... Mein Eindruck ist, dass die Debatte um den Ausbruch des Ersten Weltkrieges ganz stark das kurze 20. Jahrhundert den Anfang festgeschrieben hat. Und ein Problem... Des Krieges?
nennen den Anfang des 20. Jahrhunderts als Epoche. Ja. Das kurze 20. Jahrhundert. Für mich als Historiker des 19. ist das ein großes Problem, weil ich dann damit automatisch von allen Studierenden ins Mittelalter geschoben werde. Ja, das ist schrecklich. Das war die Frage. Andersrum, wie kann man das 19. und jetzt auch Schmerz, an dich... Ich fühle deinen Schmerz. I feel your pain. Das war nichts gegen das Mittelalter, ich muss das ausdrücklich sagen. Genau, also auch die Mittelalterkollegen sind auch herrliche Kollegen und Kolleginnen. Keine Frage. Also das merke ich mir, das kannte ich noch nicht. Ich fühle deinen Schmerz, damit hebst du jeden aus. Vor allem deinen Schmerz daran, dass du das nicht so gut kannst wie ich. Ne? Aber ich wollte nur sagen, ich finde, es ist schon schrecklich, was mit dem 19. Jahrhundert passiert. Es ist wie eine gefährdete Spezies, wie ein Vogel, der nicht mehr gesehen wird sozusagen. Es droht ja das Aussterben des 19. Jahrhunderts. Das darf nicht geschehen, weil dieses Jahrhundert natürlich eigentlich sozusagen die Vorbedingung ist für alles, wovon wir heute sprechen. Nicht nur Vorbedingungen natürlich. Es ist nicht nur Ich muss sagen, dass mir diese Art von Begriffe, ich weiß, dass man die gebrauchen muss, um irgendwelche Projekte loszuzimmern und so kurzes 19., langes 20., dann wieder andersrum. Ich finde das alles eine Vergewaltigung der Geschichte. Ich habe selber noch nie vom kurzen 20. Jahrhundert gesprochen. Es wirkt doch dermaßen alles übereinander. Die im 1914 sind von ihren Mentalitäten so geprägt von 1870. Das müssen wir ja auch erst nochmal wieder neu entdecken. 1870er Krieg gibt es vielleicht noch vier Leute heute, die sich dafür interessieren. Aber die Entscheider von 1914 sind vom Krieg damals geprägt und nicht von dem Krieg, der da kommt. Und wenn man sich das anguckt, wie sie sich zum Beispiel Krieg vorstellen, ja, dann versteht man auch, warum sie 14 in den Krieg gegangen sind. Jetzt sind wir uns wieder einig hier, wechseln wir das Thema. Wo rührt das Interesse heute her für diese Debatte? Was glauben Sie, wo das Interesse herrührt für diese Debatte? Warum diese großen Zuschauerzahlen, warum der große Absatz der Bücher? Ja, also die sind natürlich alle wegen mir gekommen. Ja. Wobei erfreulicherweise immer noch sehr viel mehr kommen, wenn der Chris dabei. Aber es ist das Phänomen. Es gibt keine Debatte, für mich gibt es eigentlich keine wirkliche Debatte um Juli 14. Was da so sich äußert gegen Clark, es ist eigentlich nicht sehr irgendwie weiterführend. Für mich gibt es in diesem Moment eine große Debatte und das ist die Clark-Debatte. Das ist die Frage, was macht es aus, dass Chris Clark im Grunde jetzt mal bald deutscher Kaiser werden könnte. Was macht das Phänomen aus? Niemand von uns, die Böswilligsten, hätten vor 3 Jahren angenommen. Also als er das Buch brachte, in der englischen Fassung... Herr Krummer, welche Rolle würden Sie dann übernehmen? In dieser Welt? Wenn er Kaiser wäre. Ich würde Gerd sofort zum Chef des Generalstabes ernennen. Das weiß ich nicht. Entweder Hofmarschall oder Gesner, ich weiß noch nicht. Das muss ich dann später entscheiden. Jedenfalls eins ist doch wirklich das Phänomen. Wieso verkauft sich ein streng wissenschaftliches Buch? Und das ist es. Ein streng wissenschaftliches Buch um die, wenn ich richtig sehe, 250.000 Mal in 1,5 Jahren. Das hat es in der Wissenschaftsgeschichte noch nicht gegeben. Das gibt es bei populärer Literatur. Deshalb ist ihm das auch oft angedichtet worden, was nicht stimmt. Das ist ein wissenschaftliches Buch, was offensichtlich eine deutsche Sehnsucht anspricht oder befriedet, von der wir uns alle vor 2 Jahren überhaupt noch keine Ahnung hatten, dass wir die überhaupt hatten, diese Sehnsucht. Also, ich bin fassungslos über das Phänomen Clark. Das ist eigentlich ein eigenes Buch wert. Das ist das Phänomen. Ich habe mich sehr lange um das Problem der deutschen Kriegsschuld gekümmert. Gleich, wenn das vorbei ist, können Sie ja alle mitkommen in den kleinen Raum dazu der Versailles-Sektion. Das ganze Problem des Artikel 231, der Kriegsschuld, während alle deutschen Historiker das so schon wieder beiseite gelegt hatten, das interessiert gar keinen mehr, das schafft nur Unruhe, Versailles interessiert doch keinen mehr. Immer wenn ich Projekte verlangt habe, hat man mir gesagt, interessiert doch keinen mehr. Und außerdem sagt Heinrich August Winkler, ist das viel zu gefährlich. Gut, jetzt kommt
Chris Clark, der, naja, ich sag's jetzt mal ein bisschen direkt, doch sagt, dass bei allem Schlafwandlern der deutsche Michel doch derjenige ist, der am tiefsten geschlafen hat. Während der Poincaré und der Sassonov doch ziemlich hellwach gewesen sind. Das sagt er. Und jetzt kommen die Deutschen und sagen, du hast uns erlöst. Ich verstehe das nicht, aber es ist unendlich wichtig, das zu verstehen. Was hat da in uns rumort, 100 Jahre nach Versailles? Ja, ich meine, ich kann das nicht verleugnen, dass, dass manche, glaube ich, also man ist natürlich über die Belange, die inneren Vorgänge der Leser nicht sehr begrenzt informiert, natürlich. Man hat keinen Zugang zu ihren Seelen, aber das ist, es kann sein und es gibt Indizien dafür, dass bei manchen Lesern dieses Gefühl vorherrscht, dass in diesem Buch die Deutschen einen Freispruch bekommen oder sowas. Hat seine Gründe. Nein, ich finde nicht. Also das war überhaupt nicht mein Anliegen, den Deutschen einen Freispruch zu erteilen. Und ich meine, die wesentlichen Punkte der deutschen, also wenn man will, der deutschen Mitverantwortung oder Mitschuld an dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges werden genannt. Also die Unwägbarkeiten der Flottenpolitik, die überhaupt nicht eingebettet ist in ein größeres diplomatisches Konzept, dass die Politik der Stärke, der eigenen Stärke, einfach auf die eigene Stärke sich zu verlassen, statt auf Beziehungen, Verhältnisse zu Nachbarmächten, das leichtsinnige Loslassen, also aufkündigen des Verhältnisses zu Russland, die Entgleisungen des Kaisers, die Uneinheitlichkeit der Führungsstrukturen und so weiter und so fort, die Risikopolitik in der Juli-Krise und so weiter, das wird alles genannt. Und auch die Forderungen eines Präventivkriegs und so weiter und so fort. Natürlich ist da ein anderer Betonungsmuster, ein anderes Pattern of Attention, würde man auf Englisch sagen, nicht? Es ist nicht, man findet da nicht das, was man erwartet, wenn man sozusagen in der Fischerschule groß sozialisiert worden ist. Man findet so eine etwas andere Verteilung des Interesses. Aber ich finde nicht, und vielleicht, es kann vielleicht auch sein, dass, weil ich davon ausgegangen bin, das ist in Cambridge auf jeden Fall so, dass die Undergraduates, die Studenten, alle wissen, wenn sie auf die Uni kommen, wer den Ersten Weltkrieg vom Zaune gebrochen hat. Und das heißt Berlin, das ist Deutschland. Die Deutschen sind die Schuldigen, das haben sie alle auf der Schule gelernt. Also wenn man sozusagen ein neues Bild schaffen will, dann muss man vielleicht, dann habe ich vielleicht ein bisschen geschoben, leicht geschoben gegen die Received Wisdom sozusagen. Nicht, weil ich die Deutschen sozusagen einen freien Laufpass geben wollte, sondern weil ich das Interaktive, das Europäische an dieser Katastrophe wollte, sichtbar machen wollte. Wir können jetzt zwei Diskussionen führen. Eine zur Sache, ob das so gelungen ist und ob das wirklich so ist. Und eine Frage, die ich aber stellen würde, warum alle deutschen Journalisten das alles ganz anders gelesen haben. Und dann eben daraus gefolgert haben, da diese wahnsinnigen Eloge zu machen für dieses Buch. Nicht nur. Weshalb das dann so gekauft worden ist. Das ist für mich das Phänomen. Warum kaufen, ob Sie es jetzt lesen, warum kaufen Mikro. 250.000 Menschen, ja ich esse doch schon auf, warum verkaufen 250.000 Menschen dieses, ich gebe es ja zu, ich bin neidisch, wunderbare Buch, aber es hat andere wunderbare Bücher gegeben, die blieben bei 50.000 stehen und 100.000 gibt es schon fast nicht. Aber 250.000, das ist ein erklärungswerter Faktor, den muss ich erklären. Was ist los? Egal, was du geschrieben hast, Chris, irgendwas hat die Deutschen überzeugt davon, dass wir doch eine gute Nation sind und dass nicht alles an der deutschen Geschichte immer auf Chaos und Zerstörung hinläuft. Das haben wir gebraucht. Wir sind eine großartige Nation im Inneren Europas. Wir tun keinen weh. Und das wollen wir auch wieder eine nette Geschichte haben. Und die hast du geliefert. Also ich sehe jetzt, wie die Stimmung im Saal ist. Das ist gut, ja. Das sind ja auch alles die fünf Intellektuellen, die das alles anders sehen. Also ich finde das, ich wollte nicht und ich finde nicht, dass das Buch eine nette Geschichte erzählt. Ich finde die Geschichte schrecklich. Es ist eine sehr, sehr finstere Geschichte, eine katastrophale Geschichte. Und das geht natürlich vorstellbar schrecklich aus. Da ist überhaupt nichts Nettes daran und auch nichts Nettes an der deutschen Politik.
ja, was dieses, dass es ein Bedürfnis gibt, sich zu befreien von der Schuld am Ersten Weltkrieg. Das, ich meine, es kann sein, dass viele Deutsche einen Unterschied sehen dazwischen, ob man an zwei Weltkriege, also für zwei Weltkriege, die Hauptschuld trägt oder nur für den einen. Also, und da möchte ich sagen, also wenn zum Beispiel die Antwort auf die Frage, also es gibt eine Frage, wie kommen in der Moderne große Kriege zustande? Dann könnte man sagen, die Antwort lautet, Deutsche fangen sie an. Ist ja nicht? Wenn die Deutschen Kriege anfangen, dann hat man große Kriege, wenn nicht, dann lebt die Welt in Frieden. Ich teile diese Ansicht nicht. Also ich finde, der Zweite Weltkrieg ist natürlich von Deutschland angefangen. Das wird nie in Frage gestellt werden. Und deswegen finde ich es höchst problematisch, wenn mit Formeln gehantiert wird, wie zum Beispiel, wer mit 1914 anfängt, landet bald bei 1933 oder 39 oder 41 oder was auch immer. Das stimmt überhaupt nicht. Also das sind zwei sehr unterschiedliche Kriege, auch in der Struktur ihrer Entstehung. Und ich wollte dafür plädieren, sozusagen den Ersten Weltkrieg unter der Last des Zweiten ein bisschen herauszuholen. Das haben wir gebraucht. Und das ist ja faszinierend. Ist das nicht interessant? Aber du hast es nicht kurios? Nicht gewusst. Ist das nicht kurios? Du natürlich nicht, aber gewisse Kollegen, ich werde sie jetzt nicht nennen, gewisse Kollegen sind wütend auf die Leser. Sie sind wütend auf die deutschen Leser. Sie sind alle neidisch auf dich. Weil ich aus Australien komme, dann gehen sie davon aus, ich habe eine gewisse Narrenfreiheit. Ich wusste nicht, was ich tat. Aber die deutschen Leser haben Schuld, weil sie wissentlich sozusagen auf diese Lösungsmythen einfallen. Das finde ich unfair, muss ich sagen, auch was die Leserschaft angeht. Denn ich finde das, also erstens kann man dieses Interesse an dem Ersten Weltkrieg durch andere Faktoren erklären. Es gibt, glaube ich, es hat viel mehr Emotionen in diesem Problem gesteckt, als wir wussten. Also das haben alle, glaube ich, unterschätzt. Die Erinnerung an diesen Krieg war viel lebendiger in der deutschen Gesellschaft, als man gemeint hat. Weil es eine privat archivierte Erinnerung an diesen Krieg gab, die zwar nicht keine öffentliche Resonanz hatte, aber die durchaus vorhanden war in hunderttausenden Familien. Das Dollste fand ich, aber ich verstehe mal kurz dazwischen. Ich glaube, das scheint mir ein sehr interessanter Punkt zu sein. Ja. Bevor wir über die deutsche Seele und die deutschen Bedürfnisse und Sehnsüchte weiterreden, die haben wir ja jetzt grundsätzlich schon mal geklärt, scheint mir das ein interessanter Punkt zu sein, dass das auch mit der Gedenkkultur und Erinnerungskultur in Deutschland zu tun hat und sich hier eine Chance geboten hat, aus einer bestehenden Gedenkkultur, ich möchte mal so sagen, herauszukommen und Dinge, wie du gesagt hast, die überliefert worden sind, die vorhanden sind, sei es familiär, wo man durch ein sehr gutes Buch dann auch plötzlich vielleicht angeregt werden kann und vielleicht auch durch die Gedenkpolitik in einzelnen Bundesländern, also ich bin in Rheinland-Pfalz, da hat das Staatsministerium versucht, diesen Ersten Weltkrieg zu lokalisieren, indem sie geguckt haben, und ich glaube in Nordrhein-Westfalen auch, irgendwie so den Krieg vor Ort. Und ich glaube, da ist eine unbeabsichtigte Kombination hervorgekommen. Also, die wussten nicht, was sie taten, waren auch Schlafwandler in der Hinsicht. Und ich glaube, da ist mit der deutschen Gedenkkultur wäre, glaube ich, eine Erklärung, die etwas weniger auf die deutsche Seele anspielt und auf die Sehnsüchte. Ja, ich muss schon sagen, das hängt alles zu eng miteinander zusammen. Um das erste nochmal abzuschließen, weil mir das so emblematisch ist. Vor 3 oder 4 Wochen hat Heinrich August Winkler in der Zeit ein Riesending geschrieben, wo er unter anderem also dich kritisiert und hat dann in der Schlussfolgerung gesagt, also diese ganze Relativisierung, die führt nur dazu hinterher, dass also die deutsche Kriegsschuld relativisiert wird und dadurch wird wieder der Hitler wieder von den anderen abhängig. Dadurch hat über Versailles und die Franzosen uns den Hitler geschenkt und das wollen wir nicht, das ist alles sehr gefährlich. Da habe ich Herrn Winkler wieder gesagt, Geschichte ist ein sehr gefährliches Geschäft. Ja? Und das ist auch wirklich ein Problem, aber man muss sich dem stellen. Und ich fand das eine extrem wichtige Geschichte, dass du das so lokalisiert hast, den Ersten Weltkrieg, dass man nicht mehr jetzt den Sprung vom Ersten zum Zweiten so machen kann. Fand ich auch richtig. Aber jetzt zu Ihrer weiterführenden Frage der Gedenkpolitik. Noch unter Westerwelle, ich habe das mitgekriegt, weil ich ja in der französischen Mission du Centenaire drin bin und von den Franzosen immer gefragt worden ist, was macht ihr denn? Und jahrelang musste ich sagen, wir machen am liebsten nichts. Für 2014 am liebsten nichts. Westerwelle hatte noch im Auswärtigen Amt die Devise ausgegeben, runterspielen, abziehen, so weit wie möglich. Und erst als das nicht mehr ging,
als das Ausland richtig narrisch wurde deshalb und als dann auch die Regierung wechselte und Steinmeier kam, hat sich das fast dramatisch verändert. Steinmeier hat die Devise ausgegeben, wir gedenken jetzt auch. Wir gedenken jetzt auch. Die Frage ist, ob Deutschland, das sage ich in allem Ernst, und dann kam etwas, womit man auch nicht so rechnen konnte, diese vielen hunderten, vor allem lokalhistorischen Ausstellungen, die es gibt. Ich habe, glaube ich, allein schon drei Meter Ausstellungskataloge zu Hause stehen, und das ist lange nicht alles. Unglaubliches Interesse, aber deshalb gedenken wir des Ersten Weltkrieges überhaupt kein bisschen. Wenn man das international vergleicht, es gibt in Deutschland, gut, wir hatten in Stuttgart am 4. August, hatten wir dann nach der Szene mit Gauck und Hollande am Hartmannsweiler Kopf, am 3. August hatten wir in Stuttgart eine Gedenkstunde im Landtag. Ich sehe sonst kein Gedenken. Als die Stadtoberen von Freiburg hatten in einer Sitzung mich gefragt, was kann man denn, weil ich in Freiburg lebe, was kann man denn machen um den Ersten Weltkrieg? Ich sagte, ihr müsst doch nur mal die Denkmäler, ein bisschen das Moos abmachen und die Äste weg, Denkmäler des Ersten Weltkriegs, und dann sagen, wir gehen jetzt dahin. Dann waren die vollständig erschreckt. Das wäre mal wieder eine tolle Professorenidee. Da würden ja dann doch nur ein paar Neonazis und Militaristen rumstehen mit ihren Fahnen. Dann müssten alle schön im Moos bleiben. Das ist es. Wir haben in Deutschland nie ein Kriegsgedenken des Ersten Weltkrieges gemeinsam hingekriegt. Wir haben nie den unbekannten Soldaten gedenken können, zusammen, von rechts und links. War immer Streit darum, seit 1918. Und das holen wir auch nicht mehr ein. Es wird in Deutschland kein Gedenken des Ersten Weltkrieges mehr etabliert sein. Ein Interesse für ein großes Ereignis der Menschheitsgeschichte. Aber wer ist denn willens zu denken, dass der Erste Weltkrieg integraler Bestandteil auch der eigenen Existenz ist? Es gibt keine Trauerfamilie mehr wie in Frankreich und England. Es gibt es alles nicht. Und das ist ein Verlust, den wird man nicht wieder kompensieren können. Ja, ich glaube, damit sind wir ein Stückchen von der deutschen Volksseele weggekommen. Und ich fand Ihren Satz sehr gut, dass der Streit im Gedenken auch innerhalb Deutschlands und der Streit des Erinnerns ganz maßgeblich ist. Und damit haben wir nämlich keine einheitlichen Sehnsüchte, die mit solchen Fragen verbunden sein müssen. Diese Sehnsüchte, die beschworen, bedroht oder sonst wie wurden, sind vielleicht auch dann die Politik oder die Agenda einzelner Personen, bestimmter Generationen oder Gruppen, um das mal. Wir haben fast das Ende erreicht. Eine Frage nochmal, es kam schon mal raus. Wenn Sie Doktoranden anleiten wollen, die sagen, am Ersten Weltkrieg bin ich unglaublich interessiert. Was würden Sie forschen lassen? In welche Richtung würden Sie lenken? Also ich habe ja keine mehr. Ich bin ja frei. Aber wenn ich noch welche hätte, würde ich sagen, ich bräuchte zwei große Arbeiten, vielleicht von mehreren. Die eine ist eine Geschichte der Einkreisungsphobie. Da bin ich dran gescheitert, da ist die Utgard Daniel dran gescheitert. Da gibt bisher keine wirkliche Monographie zum Einkreisungssyndrom. Und es ist so wichtig. Und die zweite große Idee wäre, aber da brauche ich ein großes Forscherteam, das kriege ich auf keinen Fall mehr, wieso die Deutschen von Juli 14 bis spätestens August 18 der Überzeugung waren, sie sind in einem Verteidigungskrieg. Ist doch nicht zu fassen. Die machten Krieg überall in der Welt, nur nicht in Deutschland, und sagten, wir machen Verteidigungskrieg. Was versteht man damals unter Verteidigungskrieg? Wenn man genau hinguckt, sind das 100 verschiedene Dinge, je nach gesellschaftlichen Gruppen, nach Interessengruppen. Was wird denn alles verteidigt? Und um die deutsche Gesellschaft im Ersten Weltkrieg zu erkennen, müsste man, was noch niemand gemacht hat, diesen Topos sezieren. Was ist Verteidigungskrieg für die Deutschen 1914 bis 1918? Also wenn normalerweise erwarte ich, dass Doktoranden sozusagen mit Vorschlägen an mich herantreten. Wenn sie sagen, ja, ich habe keine Ahnung, was ich tun möchte und so, dann schreche ich ein bisschen zurück. Aber es ist so, dass was mich sehr interessieren würde, wären so richtig stringent transnationale Untersuchungen zu den Themenbereichen des transnational? Transnationale Entscheidungskulturen, also wie die Entscheidungsstrukturen und funktionieren im transnationalen. Kann keiner.
Wie bitte? Con carino. Das ist das Problem, da stößt man gegen linguistische Grenzen. Nein, ich hab das gestern noch diskutiert mit ganz, ganz großen deutschen Historikern, die alle vielleicht auch hier sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass transnationale Geschichte zwar möglich ist, aber nicht von einem Einzelnen. Jeder hat sein Standing in der eigenen Kultur und ich kann nicht einfach sagen, ich kenne die anderen auch so ein bisschen oder ein bisschen viel und deshalb kann ich transnational denken. Nein, doch, keiner von uns kann transnational denken. Jeder von uns denkt international vergleichend, aber nicht transnational. Jetzt sind wir wieder auf der philosophischen Ebene, glaube ich, innerhalb der Geschichtswissenschaft. Eine letzte Frage. Wenn Sie beide ein Jahr Zeit hätten, ohne öffentliche Diskussion, ohne universitäre Verpflichtungen, da sind Sie schon entbunden. Worüber würden Sie forschen und schreiben? Ich möchte über die 48er Revolution des 19. Jahrhunderts, also 1848. Das ist für mich das spannendste Thema überhaupt. Ich muss jetzt bald meine große Jeanne d'Arc-Biografie machen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Und dann möchte ich ein Buch machen, da bin ich auch dran, wirklich über die Kriegsschuldfrage. Die Geschichte der Kriegsschuldfrage von 1914. Die Geschichte der Auseinandersetzung mit der Kriegsschuldfrage. Ich glaube, aber große Aufgaben warten auf unsere beiden Redner. Ich bedanke mich ganz herzlich. Danke. Hey Chris! Ein toller Kerl, der. Ja.